Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf Longboarding Germany und heute mal wieder mit einem Review und zwar zu einem Board, was ich schon wirklich sehr, sehr lange fahre, 5 Jahre schon, und zwar dem Loaded Tantien. Und damit geht's jetzt los. Viel Spaß! Wie immer vorweg, falls ihr weitere Videos zum Thema Longboarden nicht verpassen wollt, vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren. Wie bereits gesagt, geht es jetzt um das Loaded Tantien, das Schmuckestück, was ich hier in meinen Händen halte. Ich habe das Board jetzt seit 5 Jahren. Hat es mir damals gekauft zum Cruisen und fahre immer noch sehr gerne damit. Also das ist wahrscheinlich das Board, was ich so mit am öftesten während des Longboardens benutzt habe und immer noch benutze. Kommen wir erstmal zu den Spezifikationen. Das Board ist 99 cm lang und 22 cm breit. Hat ein Flex 2 bei mir, also es hat in jeder Ausführung etwas Flex. Hier ist es jetzt Flex 2, das ist schon relativ flexig. Ihr seht das jetzt auch nochmal eingeblendet, wie viel Flex da so dahinter steckt. Das besteht aus einer faserverstärkten Bambuskonstruktion. Das heißt, hier ist das Holz ist Bambus und es ist vertikal laminiert. Das heißt, hier die Lagen so nebeneinander, nicht übereinander wie bei anderen Boards. Es ist Drop-Through. Die Achsen sind also durch das Brett durchgesteckt von unten. Gehen also durch diese Öffnungen, die hier in das Brett reingefräst wurden. Das Tantien wird meistens als Komplettboard verkauft und da kommt es standardmäßig mit den Paris-Achsen, die hier auch verbaut sind, und Orangutan-Rollen. Früher waren das die Stimulus, die ich hier noch habe. Die sind schon ein bisschen runtergefahren, deshalb sind die kleiner als 70 mm, was sie ursprünglich hatten. Und heute kommt das mit anderen Rollen auch von Orangutan, die sind recht ähnlich. Also kann man das durchaus noch vergleichen. Die Grafik ist wie immer Geschmackssache und hat sich über die Jahre so ein bisschen verändert, aber die, die ich hier habe, gefällt mir recht gut. Die neue ist auch recht schick. Ja, wie gesagt, Geschmackssache. Das Brett wird von Loaded als Cruiser, Carver und auch Allrounder beworben. Als Allrounder hat es hier auch noch Kicks an beiden Seiten, dass man theoretisch ein paar Tricks machen kann. Wie das dann in der Realität ist, werde ich dann nachher noch mal ein bisschen genauer erläutern. Und es hat ein leichtes Concave, wie ihr hier vielleicht seht. Nicht allzu stark, aber so ein bisschen. Außerdem hat es noch Camber, das heißt Vorspannung. Nach oben in der Mitte ist es etwas nach oben geborgen. Das ist dieser Camber. Ich habe mir das Brett damals für 309 Euro gekauft. Heutzutage liegt das dank Inflation und Ähnlichem etwa bei 330 Euro. Wer diese 330 Euro jetzt zu viel findet, kann sich auf jeden Fall mal das Video zum Yuka Hawaii Hoku angucken, was ich hier mal verlinke. Das hat im Prinzip dasselbe Shape, aber ist ein bisschen günstiger, um genau zu sein, 100 Euro. Also schaut es euch mal an, wenn ihr euch dafür interessiert. Nachdem wir jetzt die ganzen Spezifikationen durch haben, komme ich jetzt zu meiner persönlichen Einschätzung des Boards. Wie gesagt, ich habe es mir damals hauptsächlich zum Cruisen gekauft. Ich wollte unbedingt was mit Flex haben und da kann ich sagen, der Flex ist echt cool. In der Flex 2 Variante, die ich jetzt habe, ist der deutlich spürbar. Und es macht mega Spaß, damit rum zu cruisen und auch ein bisschen zu carven. Also man merkt richtig, wenn man sich in die Kurven lehnt, dass das Brett sich so reindrückt. Auf jeden Untergrund ist es super angenehm, weil man halt mega gedämpft wird durch den Flex. Und wenn man ein flexiges Board haben möchte, ist das wirklich angenehm. Also es ist wirklich spaßig, damit rumzufahren. Es ist komplett anders eigentlich als andere Boards, gerade als Boards ohne Flex, aber auch unter den flexigen Boards würde ich sagen, ist dieser Flex schon ganz besonders. Und man sollte eigentlich auf jeden Fall mal drauf gestanden haben, weil, wie gesagt, super angenehm zu fahren. Der Camber, also die Vorspannung nach oben im Brett, unterstützt das Ganze dann noch, gerade wenn man halt Kurven fährt, ein bisschen schneller. Dann kommt man wirklich so von oben reingedrückt, das bockt schon richtig. Das Drop-Through legt einen dafür ein bisschen tiefer wieder auf die Straße, aber im Durchschnitt steht man mit dem Camber und dem Drop-Through so zusammen wieder ungefähr so hoch wie bei den meisten anderen Boards. Zum Cruisen sind auch die Paris-Achsen, die verbaut sind, sehr angenehm. Sie sind sehr lebendig. Man liest häufig, dass sie sich schnell mal biegen. Bei mir hat sich es bis jetzt in Grenzen gehalten, also sie sind noch ziemlich gerade. Ich bin noch nicht so schwer, aber wenn man viele Tricks macht und ein bisschen schwerer ist, können das natürlich sein, muss man im Hinterkopf behalten. Sind auch nicht die billigsten, aber wie gesagt, sie fahren sich sehr angenehm, sehr lebendig. Es macht Spaß damit ein bisschen rumzukarven. Das passt schon. Und die Orangutan Stimulus sind eigentlich auch eine gute Allrounder-Rolle, also auch zum Cruisen geeignet. Ich habe die dann später zum Sliden verwendet und habe hier jetzt meistens andere Rollen drauf, aber die sind zum Cruisen auch definitiv in Ordnung. So, wo wir das Cruisen jetzt abgehakt haben, also zur Allround-Fähigkeit. Wie gesagt, zum Carven ist das auch definitiv noch super angenehm. Zum Tricksen wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Also die Kicks sind zwar da und haben auch eine schöne Form, und gutes Grip Tape, das heißt, man hat da relativ viel Halt, aber so ein Cutout Board ist halt für Tricks immer nicht so ganz ideal. Und auch mit dem Drop-Through hat man hier weniger Standfläche, da die Achsen hier noch durchgucken, hat man eben nur dieses Stück hier. Ja, und dann ist halt hier die Aussparung an den Rollen, da kann man dann auch
nicht so ganz ideal drauf stehen, wenn man jetzt hier vorne irgendwie stehen muss wegen irgendwelchen Tricks, wenn man Ollie machen möchte, ein Shove-It oder sonst was. Ein Video zu verschiedenen Tricks haben wir auch nochmal hier verlinkt. Ja, und auch der Flex ist für Tricks nur bedingt geeignet. Das heißt, es federt zwar schön, wenn man dann wieder drauf springt, aber man hat dadurch weniger Pop so im Board. Das heißt, es ist schwerer damit jetzt wirklich so einen Sprung oder so mal zu machen. Und es ist auch manchmal ein bisschen seltsam, das Gefühl, wenn man da jetzt auf dem Kick steht, weil das Board dann so ein bisschen ja, verzögert durch den Flex, würde ich sagen. Also das biegt sich schon, bevor es wirklich selber hochkommt. Also es gehen definitiv ein paar Tricks damit. Man hatte ja auch noch relativ viel Halt. Aber es ist jetzt nicht das bestgeeignete Board für Tricks und auch insgesamt im Allround-Bereich, würde ich sagen. Mit den Achsen und den Rollen ist da bei Tricks kein großes Problem. Wie gesagt, die Paris-Achsen haben den Ruf, sich schnell durchzubiegen, was bei Tricks jetzt nicht so gut ist, weil man da ja immer viel belastet. Und wenn die dann eben weicher sind, dann würden die sich dann wahrscheinlich auch relativ schnell biegen. Aber ansonsten, die Rollen sind dafür super geeignet. Das sind wirklich Allrounder-Rollen. Die sind fürs Tricksen und auch für andere Zwecke eigentlich guter Mitteltyp. Wenn man Allround hört, kommt einem natürlich jetzt auch noch schnelleres Fahren, Downhill, Slides und so weiter in den Sinn. Es gibt auch viele Videos, wo Leute hier mit Sliden oder schneller fahren. Ich habe tatsächlich meine ersten Slides auch hier drauf gelernt, aber habe dann schnell gemerkt, dass es dafür dann doch nicht so gut geeignet ist. Zum einen hat man relativ wenig konkav und wird nicht so gut im Brett gehalten. Auch hier das Grip Tape auf der Hauptstandfläche ist ein bisschen weniger rau, hält einen auch nicht so gut. Und dazu kommt noch, dass der Flex mir einfach beim Sliden überhaupt nicht zugesagt hat. Ich würde auch prinzipiell sagen, dass man, wenn man Sliden lernen möchte, Bretter nehmen sollte, wo gar kein Flex ist, weil Flex immer so ein bisschen Wackeligkeit auch ins Brett natürlich bringt. Und beim Slide ist es gut, wenn man wirklich das Brett so komplett unter Kontrolle hat, dann ist es immer gleich sozusagen und wackelt da nicht rum, sonst fängt es auch oft an, so ein bisschen zu stottern im Slide. Ja, die Achsen sind wiederum für Sliden lernen ideal, würde ich sagen, da sie so lebendig sind und auch für schneller fahren kann man die definitiv noch verwenden. Und die Rollen sind am Anfang nicht so angenehm, muss ich sagen. Später, wenn man die ein bisschen eingeslidet hat, geht das aber allerdings, wenn man Sliden lernen möchte und das noch nicht so kann, dann ja, sind die Rollen vielleicht nicht die besten zum Sliden lernen. Also prinzipiell zum Schnellerfahren würde ich sagen, ist dieses Brett dann nicht die erste Wahl. Wenn man das mal ausprobieren möchte, geht das mit dem auch, aber da würde ich dann doch eher zu anderem greifen, wenn das so euer Ziel ist oder ihr das zumindest mal ein bisschen ernsthafter in Erwägung zieht. Als ich vorhin Tricks machen angesprochen habe, habe ich noch nicht das Dancen im Speziellen betrachtet. Das ist prinzipiell sehr angenehm eigentlich mit so einem flexigen Board, meiner Meinung nach. Das geht da auch ein bisschen auseinander, die Meinung. Das heißt, im besten Fall sowieso immer mal draufstellen vorher, bevor man sowas kauft. Was ein Problem ist, sind hier auch wieder die Cutouts. Beim Dancen macht man ja Schrittfolgen auf dem Brett. Und das würde besser gehen, wenn man hier mehr Platz hat und auch Top-Mount, das heißt die Achsen nicht durchs Brett gesteckt sind. Deshalb ist das Brett dafür auch nur eher mittelmäßig geeignet. Also man kann es mal ausprobieren damit, es macht auch Spaß, aber es ist definitiv nicht dafür gemacht. Also da gibt es auch wieder deutlich bessere Boards für diesen Zweck. Somit würde ich zusammenfassen, dass es als Allrounder nur bedingt geeignet ist. Zum Cruisen macht super Spaß, man kann alles damit ausprobieren, aber wenn man jetzt irgendwas Spezielles machen möchte, dann gibt es da auf jeden Fall besser geeignete Bretter. Kommen wir nun also zu einer Sache, die sicherlich viele von euch interessiert. 330 Euro, lohnt sich das? Und wie bin ich nach den 5 Jahren zufrieden? Würde ich mir das nochmal kaufen oder würde ich sagen, lass es lieber sein? Wie gesagt, ich fahre das nach 5 Jahren immer noch super gerne. Also es macht echt super Spaß zum Cruisen, wenn man jetzt mal noch eine kurze Strecke rumfahren möchte oder mal eine längere Strecke, geht damit eigentlich sehr gut. Für alles andere verwende ich es nicht, außer mal, wenn ich jetzt zum Beispiel damit cruise, mal noch einen kurzen Trick zu machen oder so. Aber zum Sliden und so verwende ich das gar nicht mehr. Und es ist sehr schwer zu sagen, ob ich dieses Geld nochmal ausgeben würde. Es ist wirklich viel Geld für so ein Board. Man zahlt hier bei Loaded auch definitiv mit für den Markennamen. Das ist gar keine Frage. Also die 330 Euro ist es im Prinzip vielleicht nicht ganz wert. Dennoch würde ich sagen, dieser Flex und so ist schon sehr einzigartig. Das möchte ich auch nicht missen. Ich würde sagen, ich bereue den Kauf nicht. Würde es mir heutzutage aber wahrscheinlich dann doch nicht mehr nochmal kaufen. Wer da jetzt wirklich was Flexiges zum Cruisen sucht und bereit ist, ja, 330 Euro auszugeben, dem würde ich sagen, zum Cruisen macht das wirklich Bock. Kann man sich durchaus zulegen. Wer sich jetzt aber noch nicht so ganz sicher ist, wo er überhaupt beim Longboarden hin möchte, was er ausprobieren möchte, dann würde ich sagen, die 330 Euro sind da nicht gut investiert. Dann holt euch lieber was, womit ihr wirklich was Allround-mäßiges machen könnt. Oder gebt ein bisschen weniger Geld aus, weil
das ist dann schon echt viel. Das ist schon sozusagen ein Luxusprodukt, so wie Apple oder so. Ihr bezahlt hier wirklich sehr viel extra, bekommt auch was Gutes, aber für den Einstieg ist es dann doch schon sehr teuer. Wenn euch jetzt interessiert, ob ihr für weniger Geld ein gleich gutes Board mit den gleichen Eigenschaften bekommen könnt, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn nächste Woche gibt es ein Vergleichsvideo zwischen dem Board hier und dem Yokka Hawaii Hoku. Und da könnt ihr gespannt sein, weil die Boards sind ja wirklich sehr ähnlich vom Aufbau. Und dann seht ihr, ob sich die 130 Euro Aufpreis für das Tianjin überhaupt lohnen oder ob man dann doch zum 200 Euro Yokka Hawaii Board greifen sollte. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.